Kochen mit dem Fernsehkoch seltsam Gänzi. Steaks mit Grillkartoffeln. Bei Steak dürfen Sie ruhig das Stück nehmen, das Sie am liebsten mögen, für mich aber geht nichts über Ribeye. Wenn Sie es noch nie probiert haben, tun Sie es. Kaufen Sie es bei einem Metzger, der für Qualität bürgt, und, am allerwichtigsten, fragen Sie nach Fleisch, das mindestens 3 Wochen abgehangen ist. Erst dann ist es wunderbar zart und aromatisch. Dies ist eigentlich ein ganz alltägliches Gericht, aber ich habe es mit ein paar Tipps und Extras garniert, mit denen es zum besten Steak Ihres Lebens werden kann. Und das hausgemachte Ketchup setzt dem Ganzen die Krone auf. Entweder Sie bringen Ihren Holzkohlengrill in Gang und lassen die Kohlen gut durchglühen, oder Sie heizen den Ofen auf 180 Grad Celsius vor und erhitzen eine Grillpfanne. Einen Topf mit Salzwasser zum Kochen bringen und die Kartoffeln darin 5 bis 6 Minuten garen, sie sollen weich sein, Steaks mit Grillkartoffeln und aber ihre Form bewahren. Abgießen und gut abtropfen lassen. Jetzt einen guten Schuss Olivenöl, eine kräftige Prise Salz und Pfeffer, die Hälfte der Rosmarinblätter, den Salbei und die Zitronenschale vermengen und die Kartoffelscheiben rundherum in der Mischung wenden. Nun schauen Sie sich Ihre Steaks an. Genau in der Mitte sehen Sie ein großes, weißes Fettauge. Davon drücken Sie das meiste heraus und massieren es in kleinen Stücken an anderer Stelle wieder in das Fleisch. Klingt etwas verrückt, aber so verteilen Sie das natürliche Fett im Fleisch und Ihr Steak wird noch aromatischer und saftiger. Die Steaks mit Olivenöl einreiben, die restlichen Rosmarinblätter hacken und von beiden Seiten auf das Fleisch streuen. Die Steaks kräftig mit Salz und Pfeffer würzen. Für 4 Personen. Meersalz und frisch gemahlener schwarzer Pfeffer. 16 festkochende Kartoffeln, Schalotte oder Desire, abgebürstet und längs in 1 Zentimeter dicke Scheiben geschnitten. Natives Olivenöl extra. 6 Zweige frischer Rosmarin, von 4 Zweigen die Blätter abgezupft. 3 Zweige frischer Salbei. Blätter abgezupft und zerpflückt. Abgeriebene Schale und Saft von einem unbehandelten Zitrone. 4 Ribeye Steaks, je 250 Gramm. Selbstgemachtes Tomaten. Ketchup, siehe Seite 314. Für einen zusätzlichen Aromaschub binden Sie die beiden Rosmarinzweige zusammen und zerstoßen sie im Mörser mit etwas Salz, dem Zitronensaft und einem Schuss Olivenöl. Mit den Zweigen bestreichen Sie dann das Fleisch und die Kartoffeln während des Grillens immer wieder mit dem Zitronenöl aus dem Mörser. Wenn Sie drinnen mit einer kleinen Kryopfarme arbeiten, sind zuerst die Kartoffeln dran, die Sie portionsweise von beiden Seiten goldbraun grillen. Anschließend nebeneinander in einen Bräter legen und im Ofen richtig knusprig werden lassen. Inzwischen in derselben Pfanne die Steaks je nach gewünschtem Gargrad grillen und dabei jede Minute wenden. Der Vorteil beim Holzkohlengrill ist, dass Sie alles gleichzeitig zubereiten können. Wenn Ihre Kartoffeln bereits gut aussehen, legen Sie sie zum Warmhalten an den Rand des Grills, bis die Steaks fertig sind. Das Fleisch vor dem Servieren auf einem Teller kurz ruhen lassen. Weltklasse mit einem kleinen Rucola- oder Brunnenkresse-Salat, und Ihrem selbstgemachten Ketchup natürlich. Asiatischer Kürbissalat mit knuspriger Ente. Den Backofen auf 180 Grad Celsius vorheizen. Die Ente innen und außen waschen und mit Küchenpapier trocken tupfen, dann außen und innen großzügig mit Salz und Pfeffer einreiben. Die Ente in einen Bräter legen und ungefähr 2 Stunden im Backofen braten, dabei ab und zu wenden. Nach der Hälfte der Garzeit werden Sie vermutlich eine Menge Fett abgießen müssen. Das Fett aber nicht weggießen. Sieben Sie es ab, bewahren Sie es, ohne Bratensaft, in einem Glas im Kühlschrank auf, und verwenden Sie es für Bratkartoffeln. Es hält sich einige Monate. Getrockneten Chili und Koriandersamen im Mörser zerreiben, dann Zimt und eine große Prise Salz und Pfeffer hinzufügen. Die Kerne aus dem Kürbis kratzen und beiseite stellen. Den Kürbis in Spalten schneiden,
auf ein Backblech legen und mit so viel Olivenöl beträufeln, dass er dünn mit Öl überzogen ist. Die gemahlenen Gewürze darüber streuen und den Kürbis darin wenden, dann in einer Lage auf dem Blech ausbreiten. Wenn die Ente 1 Stunde und 15 Minuten im Backofen ist, den Kürbis hineinschieben und etwa 45 Minuten mitbacken. In der Zwischenzeit die Kürbiskerne sorgfältig waschen, salzen und pfeffern und mit Olivenöl beträufeln. Die Kerne ohne weiteres Fett in einer Pfanne rösten, bis sie goldbraun und knusprig sind, und beiseite stellen. Für das Dressing Limettenschale, Limettensaft und die gleiche Menge Natives Olivenöl extra, Sesamöl und Sojasauce in eine Schüssel geben. Den Zucker, Chili und Knoblauch, die grünen Teile der Frühlingszwiebeln und die Korianderstengel unterrühren. Das Dressing abschmecken, dabei auf die Ausgewogenheit von süß und sauer achten. Es sollte als Kontrast zu der üppigen Ente säuerlich sein. Nach 2 Stunden, wenn die Ente schön knusprig und der Kürbis weich ist, die Bleche aus dem Backofen nehmen oder alles noch etwas garen, bis es perfekt ist. Das Entenfleisch mit 2 Gabeln von den Knochen lösen, in Stücke teilen und in eine große Schüssel geben. Das Fleisch und den Kürbis noch warm mit den gerösteten Kürbiskernen sowie der Hälfte der Koriander- und Minzblätter und der Frühlingszwiebelscheiben vermischen. Das Dressing darüber gießen und unterheben. Den Salat mit den restlichen Kräutern und Frühlingszwiebelscheiben bestreut servieren. Für 4 bis 6 Personen. Eine Ente, ca. 2 Kilogramm schwer. Vorzugsweise Barbarie-Ente, Meersalz und frisch. Gemahlener Schwarzer. Pfeffer eines kleines Bund frische. Minze, Blätter abgezupft. Und gehackt. Für den gebackenen Kürbis. 1 bis 2 getrocknete rote Chilischoten, zerkrümelt. 1 TL Koriandersamen. VZTL gemahlener Zimt. Meersalz und frisch gemahlener schwarzer Pfeffer. Ein großer Butternusskürbis oder 2 Hokkaidos, geviertelt. Olivenöl. Für das Dressing. Abgeriebene Schale und Saft von 1 bis 2 unbehandelten Limetten. Natives Olivenöl extra. 1 TL Sesamöl. 1 EL Sojasauce. 1 TL brauner Zucker. Ein frische rote Chiliskote, entkernt und fein gehackt. Eine Knoblauchzehe, geschält und durchgedrückt. 5 Frühlingszwiebeln, weiße Teile geputzt und in schmale Ringe geschnitten, grüne Teile fein gehackt. Eines großes Bund Koriandergrün, Blätter abgezupft, Stängel fein gehackt. Mit dem Fernsehkoch seltsam Gänzi. Schinkenspinett-Tarte. Zuerst den Teig herstellen, in Klarsichtfolie wickeln und mindestens 30 Minuten im Kühlschrank ruhen lassen. Die saubere Arbeitsfläche mit Mehl bestauben und den Teig mit dem bemehlten Nudelholz zu einem 0,5 cm dicken Rechteck ausrollen, ausreichend groß für ein 30 x 40 cm großes Backblech. Das Blech mit Butter einfetten und die Teigplatte darauf legen. Die Teigränder so weit abschneiden, dass noch etwa 1 cm übersteht. Den Teig andrücken, um einen kleinen Rand zu formen. Das sieht nicht nur rustikal aus, sondern verhindert auch, dass der Teig schrumpft, und deshalb muss man auch keine Bohnen oder Reiskörner auf ihm verteilen, ehe er blind gebacken wird. Den Teig mehrmals mit einer Gabel einstechen und weitere 30 Minuten in den Kühlschrank stellen. Den Backofen auf 190 Grad Celsius vorheizen. Das Blech aus dem Kühlschrank nehmen und den Teig im vorgeheizten Ofen 6 bis 8 Minuten goldbraun backen. Man nennt das Blindbacken, und es verhindert, dass der Teig durchweicht, wenn man den Belag darauf verteilt. Nun in einer großen Pfanne einen Schuss Olivenöl erhitzen und die Zwiebeln darin bei niedriger Temperatur 10 Minuten braten, bis sie weich, aber noch nicht gebräunt sind. Hitze hochschalten. Den Knoblauch, den Spinat, portionsweise, falls Ihre Pfanne nicht groß genug ist, und den